Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir haben letztes Mal hier im Auto aufgehört und wir waren dabei, einen gewissen Herrn Smasher zu finden. Und ich würde sagen, da machen wir jetzt mal weiter. Okay, kann losgehen. Zu viele Ratten überall. Lass uns warten, bis es dunkel ist. Ja, ey, Captain. Und was machen wir so lange? Warten und beobachten. Das ist genau schnell. Okay, dunkler wird's nicht. Na dann los. Bin ich mal gespannt, ob wir jetzt Smasher hier wirklich Strong finden. sichern die Docks, du sicherst mich. Na los, gehen wir. Sie ist Ich nervös. hab eine Idee. Gib ihm Deckung, sicherheitshalber. Warte kurz. Na, kurz gucken. Okay, sind nur die beiden da. Erstmal. Da oben ist eine Kamera. Ah. Kriegst du die auf? Sicher doch. Okay. Leise jetzt. Ja, ist ja gut. Siehst du sie? Wir müssen zum Datenterminal. Leise. Halte kurz. Finde das Datenterminal. Da hinten muss ich hin. Wie mache ich das denn? Gucken. Sieht die mich hier? Ne, die guckt woanders hin. Gut. Psst. Was ist da für eine rote Linie da oben? Auf der Karte? Die ist deaktiviert. Ping nochmal eben. Warum kommt jetzt, glaube ich, einer, oder? Nee, okay. Gucken wir, ob wir außen rumgehen können, weil durch die Mitte ist ein bisschen blöd. Ich bring's gerade gar nicht. Das wird nichts. Verlinken wir uns hier mal ganz kurz. Auf verschlüsselte Daten. 5559. Dankeschön. Ja, dann jetzt geh hier runter, Mensch. Ah, mal kurz pingen. Okay. Hier außen sind zum Glück weniger. Ha! Ich wollte eigentlich nur das Ding da haben. Aber egal, das können wir nutzen. Jetzt kommt die hier hin. Wir müssen sie noch niemals töten, oder? Na, mach ich auch trotzdem. Oder zumindest bewusstlos. So, gute Nacht. Können wir dich hier irgendwo verstecken? Nee. Naja, gehen wir weiter. Schläft er? Der schläft. Na komm schon, das ist jetzt aber echt ungerecht hier. Was? Blind den Verstand verloren? Das geht nicht gut für dich aus. Ja, wirst schon sehen. Warte mal, lass mich mal ganz sieben hier nochmal Ping machen. So, einmal noch mal kurz gucken. Nicht, dass hier einer neben uns kammelt. Der schläft. Und da hinten stehen noch welche.
Gut, speichern kurz. Lass mich raten, jetzt muss ich hier weiter durch, ne? Warte kurz, warte. Was macht er denn jetzt? Er kommt doch wohl nicht hier raus, oder? Du sag mal, Was haben die alle mit ihrem... Nein! Nein! Verdammt nochmal! Sonst könnte ich auch nirgendwo verstecken, ne? Okay, komm, dann jetzt hier rein. Kann ich dich ablenken? Ne, kann ich nicht ablenken. Wir pingen nochmal. Okay. Jetzt geht er wieder, bitte wieder weg. Danke. Ja, und was soll ich dagegen tun? So. Jetzt sind wir erstmal Ruhe hier. Kannst du erstmal frei bewegen. Oder ist hier noch eine Kamera irgendwo? Da ist ein Schacht. Und eine Kamera sehe ich jetzt hier gerade nicht. Okay, das ist es. Scanne es. Vielleicht finden wir was. Ich bewache die Tür. Sie weiß genau, wo er ist. Hält dich nur hin. Ich sag ja, sie hat immer noch Angst vor ihm. Okay. Gucken wir doch mal. Ebunike, ich habe dieses... Verstecken sich scheinbar auf dem Schiff. Ich habe diesen... Okay. Mal sehen, was wir finden. Ja, komm. Gut. Da drüben, rechts. Also an ihrer Stelle hätte ich auch Schiss. Also das ist nicht verwerflich, finde ich. Wenn man so jemanden als Gegner hat. Da ist sie. Die Ebunike. Sieht hinüber aus. Das Innenleben. Naja, ich hab... Gehen wir. Okay. Das sind zwei, ne? Gehen wir doch mal lieber hier außen rum. Ist, glaube ich, ein bisschen besser. Frage ist, wie kommen wir da hoch? Hier kommen wir hoch. Schwer zu glauben, dass er sich hier... Durchsuchen wir das Deck. Okay. Warum tust du das eigentlich? Hab noch eine Rechnung offen. Johnny, rächen? Das auch. Digga, sprint hier nicht so, Mensch. Na, fick dich. Ist hier niemand? Doch, da. Ping. Okay, nur da. Dann warte mal ganz kurz. Einmal ganz kurz hier eben pausieren. Okay, komme ich nicht rein. Komme ich denn da hoch? Zieh mal bitte hier hoch. Gibt's doch bestimmt irgendwas. Ah, guck mal hier. Ist ja schon gelohnt. Okay. Oh, interessant. Jetzt weiß ich, wer Kantau überfallen hat. Ziemlich professionell. Sicher, dass es genau diese Ware war? 679275, PN1H. Hab selbst drei Crews losgeschickt, um die zu finden. Die ganze Stadt hat danach gesucht. Der Bastard ist gut. Yep. Echt großartig. Gehen wir jetzt endlich mal den Bösen suchen? Ja, ja, Johnny, alles gut. Scheint bin ich aber besser, wenn ich das da gefunden habe, ne? Sag's ja nur. So, da kann man hoch.
Quark, hörst du das? Ey, Rogue. Der Wichser schießt auf mich mit meiner Knarre. Malorian 3516. Eindeutig. Die erkenne ich unter Tausenden. Du kommst hier nicht lebend raus. Mensch, Rogue. Die sehen dich sonst. Ja, mich sehen sie sonst. Ach, so ist das. Interessant. Ist Rogue tot? Ey, ganz ehrlich. Oh, schade. Ach, Rogue. Weiß auch echt nicht, wie man schleicht, ne? Trampelt da erst wie so ein Trampeltier herum. Und dann lässt er sich da einfach blicken. Okay. Du willst spielen? Wir gehen zum Mistrom. Oh, okay. Hab den Wichser gefickt! Ich fick dich gerade hier. Lass dich nicht entdecken. Fuck, hörst du das? Tut mir nicht mal leid. Nein, das nicht. Der Wichser schießt auf mich mit meiner Knarre. Malorian 3516. Eindeutig. Die erkenne ich unter Tausenden. Du kommst hier nicht lebend raus. Ich glaube, wir sollten hier gefunden werden. Kann das sein? Na, ja, kannst du sie mir nachladen. Komm doch her! Ah, alles gut, ich komm doch. Tschüss. Nimm die Waffe. Welche Waffe wo? Ja. Ich glaube, die gehört dir nicht. Grayson. Echt jetzt, Rogue? Sind wir zwar nicht mehr auf derselben Seite? Sollte mich nicht überraschen. Du fällst deinen Verbündeten ja öfters mal in den Rücken. Wo ist Smasher? Ich könnte dir den Schädel zertrümmern, weißt du? Könntest immer noch reden. Zumindest für eine Weile. Ich rede doch gern mit dir. Wenn das so ist. Hast du mich nie gefragt, wie Rogue nach dem Angriff überlebt hat? Warum niemand sie zur Strecke gebracht hat? Die einzige Überlebende von dem Atlantis-Abschaum? Ich frag mich das nämlich, was sie für so viel Einfluss alles machen musste. Wem sie das Arschloch geleckt oder die Fotze gefingert hat. Ja, ich glaube, sie hat ihre Gründe. Was labert der da? Der will dich nur verwirren. Meint, er kann sich aus der Sache rauswinden. Na, unschuldig bist du wahrscheinlich auch nicht, ne? Wo ist Smasher jetzt? Bei den Arasakas. Aber das weißt du sicher schon. Wann kommt er wieder? Nie. Der gute alte Adam ist dort jetzt Sicherheitschef. Oh, scheiße. In dieses Rattenloch kommt er nie zurück. Bin nur noch hier, um alles abzuwickeln. Scheiße. Allerdings, so weit hoch kommt ihr nie im Leben. Er kommt nicht an ihn ran. Oh, ich war schon aber da ganz macht oben. Euch nichts draus. Er findet euch. Der erledigt solche Sachen gern persönlich. Du Wichser, wirst uns zu Smasher führen. Selbst wenn ich das wollte. Er vertraut mir nicht. Warum interessiert ihr euch überhaupt für Smasher? Tu ich nicht, sondern für Silverhand und was mit ihm passiert ist. Johnny Silverhand? Was willst du denn wissen? Du hattest Silverhands Waffe. Du auch ein Fan? Hat Smasher sie dir gegeben? Als Belohnung für einen besonderen Job. Mhm. Hat Smasher dir gesagt, was er mit Silverhands Leiche gemacht hat? Stehst auf ihn, hä? Willst den Wichser ausgraben? Oder willst du hören, wie er in seiner eigenen Pisse krepiert ist? Frittiert von Soulkiller? Was haben sie mit ihm gemacht? Badlands. Bei den Ölfeldern. Dort liegt er. Nimm die 101 nach Norden, dann fahr zur Deponie. Wenn du tief genug gräbst, findest du vielleicht seinen Silberarm. Mach den Fucker fertig. Erledigen wir das endlich. Bei der Schmeißfliege kriege ich das Kotzen. Nein, wartet. Ich hab da noch was. Silverhand, den magst du doch, oder? Hab da noch was.
Was hast du denn noch? Heute ist dein Glückstag. Wirst du etwa weich wie... Ich will wissen, was er noch hat. Das, was ich meinte, ist in dem Container. Auf dem Goliath da. Was ist da drin? Wirst schon sehen. Hab die Zugangskarte hier. Nimm! Gott verdammt! Totale Zeitverschwendung, die ganze Sache. Fuck weh. Sag ihr. Naja, wir wissen jetzt mehr. Dass sie Johnnys Leiche wie Müll entsorgt haben. Smasher. Oh, fuck! Du verstehst es nicht! Es geht nicht um Smasher. Er ist doch nur die Spitze des Eisbergs. Und selbst wenn wir ihn kriegen, was haben wir davon? Darf ich aufstehen? Das war's für mich. Ich bin weg. Gar nicht neugierig? Wenn wir mit... Ich bin weg, wie? Okay. Lass sie einfach, wie. Sie fängt sich schon wieder. Aber bis dahin ist sie lieber allein. Okay, das verstehe ich. Wir müssen den irgendwie runterkriegen. Wenn da was von mir drin ist, will ich's zurück. Okay, ich suche die Steuertafel. Hier ist nichts mehr, ne? Nee. Warum ist sie denn jetzt einfach so plötzlich abgehauen, Mensch? So, dann wollen wir noch mal gucken. Da ist es. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Ist hier nicht eine Leiter drin? Nee. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, fuck! Ich glaube, ich weiß, was das ist. Echt? Mal sehen, was wir hier haben. Ist das ein Auto? Ist das ein Auto? Ist das sein Auto? Das ist sein Auto? Nimm die Plane runter. Ah, ich glaube, ich weiß auch, was das ist. Ja. Oh, okay. Boy. Mein Auto. Spring rein. Ich lass dich sogar an Steuer. Oh boy, oh boy. Was ist nochmal für ein Ding? 9-11-2. Aus dem Jahre 1977. Das ist genau 100 Jahre alt jetzt. Und schnurrt wie ein Kätzchen. Ja. Okay. Jetzt würde ich gern wissen, wo die Wichser mich abgeladen haben. Was finden wir jetzt raus? Ich wusste gar nicht, dass das zwischen dir und Rock so ernst war. Tod ernst. Wenn wir uns getroffen haben, ist immer irgendwer krepiert. Wie überaus romantisch. Klingt jedenfalls nach dir. Irgendwas war damals immer. Sie hatte Gigs, ich hatte Gigs. Musik in meinem Fall. Sowas wie Alltag gab's nicht. Obwohl, einmal wollte ich mit ihr ins Kino. Und? Wurde nichts draus. Wie immer. Das Ding nennt sich wie Scheiße. Aber es ist schnell. Nicht mehr weit. Schlimmer als ich dachte. Wollen wir mal gucken, was mit deiner Leiche passiert ist, ne? Okay, muss hier irgendwo sein. Gucken wir doch mal. Ich glaube, dass sie so weit rausgefahren sind. Besser als der Schrottplatz, wo ich gelandet bin. Eine Sekunde. Das ist es also. Hier war gerade noch eine Tarotkarte. Absolut nichts. Wo war die Tarotkarte, Mann?
Da? Jawohl. Der Gehängte. Passt ja. Was hast du erwartet? Grabstein? Blumen? Nein. Weiß nicht. Eine Markierung. Etwas. Irgendwas. Du willst leere symbolische Gesten? Scheinbar schon. Dachte, ich würde eine Art Ende fühlen. Als würde ich den alten Silverhand verabschieden und den neuen begrüßen. Und was fühlst du? Als hätte es mich nie gegeben. Als wäre ich noch in Mikoshi. Na, weißt du was? Dann mache ich das eben. Besser? Ein bisschen. Aber wäre das mein echtes Grab, was würdest du schreiben? Hier liegt Johnny Silverhand. Worauf wartest du denn? Drei, nein. Zwei eigentlich auch nicht, das ist zu allgemein. Rastloser Rockerboy. Er hat einen Fick eigentlich darauf gegeben, ne? Also eigentlich das letzte ist so persönlich. Wollen wir reden? Ja, komm. Der Typ, der mir das Leben gerettet hat. B, du ahnst nicht, wie sehr ich wünschte, es wäre so. Hör zu, ich weiß, ich habe eine Menge Scheiße gebaut. Leute enttäuscht oder ausgenutzt, und zwar alle, die mir je vertraut haben. Bastard auf dem Ego-Trip eben. Aber eins habe ich diesmal geschafft. Was wir haben, nicht zu versauen. War nicht leicht, aber wir haben es geschafft. Die meisten, die ich für meine Freunde hielt, konnten nicht mal in einem Raum mit mir sein. Du bist immer in meiner Nähe. Rund um die Uhr. 24 Stunden am Tag. Und trotzdem scheinst du mich nicht komplett zu hassen. Naja, also... Anfangs warst du echt ein Riesenarsch. Hattest du es wohl verdient? Fick dich. Weißt du noch, als du bei Vic aufgewacht bist? Ich sehe Geister, ich habe Angst. Und dann hast du Misty angefleht, dass du nicht sterben willst. Ich weiß noch, dass du mal nachts um Kippen gebettelt und gejammert hast, dass du mich nicht umbringen kannst. Dachte nie, dass wir es so lange aushalten. Kriegst du immer noch keine Luft hier drin? Doch, es ist nicht toll, aber anders. Manchmal, wenn ich aufwache, ist es, als wäre ich zurück. Was meinst du mit zurück? So, als wäre das mein Körper. Als wäre ich frei. Und kurz danach fühlt es sich so an, als hätte ich was verloren. Was Wichtiges. Doch dann fällt mir wieder ein, wo ich bin. Dass du da bist und ich bin erleichtert. Sowas träume ich auch. Dass du nie tot warst. Dass ich du bin. Ich denke nicht, was würde Johnny tun? Es ist ja so. Ich mach was und fühle mich großartig. So als würde ich endlich in die Welt passen. Das klingt nicht gut. Dagegen tun wir lieber was. Schnell. Als du meintest, du hast Freunde enttäuscht, meintest du Rogue? Rogue? Alt? Carrie, Santiago. Noch ist es nicht zu spät. Zumindest mit Rogue. Ich kann doch nicht so tun, als wäre es wie früher. Nach 50 Jahren einfach in ihr Leben zu treten. Die Smasher-Sache geht dir echt nahe. So kann das nicht enden.
Ja, du hast recht. Sie war komisch. Rede mit ihr. Naja, ich hatte ihr von der Ewigkeit versprochen, dass ich mit ihr ins Kino gehe. Gute Idee. Fragst du sie für mich? Ob sie Lust hätte? Aber du müsstest die Kontrolle aufgeben. Wieder mal. Ja, ich glaube, schlimmer als letztes Mal kann es ja nicht werden. Ja, ich rufe sie an. Okay. Zischen wir ab. Hier gibt's eh nichts zu sehen. War es trotzdem wert, herzukommen? Absolut. Danke, V. Bin heilfroh, dass ich in deiner Matschbirne gelandet bin. Ich bin heilfroh, so einen Parasiten zu haben wie dich, ne? Ja gut. Und schon ist er weg, oder? Ja, ist weg. Jetzt sind wir wieder allein. Was hat er jetzt hier eigentlich geschrieben? Das konnte ich eben nicht lesen. Ah, Johnny Silver in 2023. Ich würde das hier gerne ausgraben. Und ihn dann vielleicht richtig bestatten oder so. Aber hier ist ja wirklich nichts. Gar nichts. Na, warte mal. Machen wir das hier mal weiter. Die hat uns auch Nachrichten geschrieben, habe ich gerade gesehen. Gucken wir mal ganz kurz. Hier ist Regina. Die hat uns doch keine Nachrichten geschrieben. Was war das denn? Journal. Doch, da 5 Nachrichten. Wie? Johnny will mit dir ausgehen. Was hältst du davon? Frag mich das, Johnny. Oder du? Johnny, natürlich. Du hast doch gesagt, du kannst uns gut auseinanderhalten. Okay. Und wohin wollen wir? Wohin willst du denn? Silver Pixel Cloud in North Oak. Ansprüche. Okay. Ich komm zum Afterlife und hol dich ab. Na, andere Richtung. Oh? Komm abends vorbei, ich habe noch andere Sachen zu erledigen. Okay, und heute Abend im Afterlife. Bis dann. Wir sehen uns. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber solche Gespräche mit Johnny, die sind echt nice. Und ja, auch die Musik dabei. Oh, schön einfach. Hey! Fahr! Es bleibt der Weg zerstehen, ich glaube, ich hack. Ja, weißt du was, fahren wir eine kurze Runde hier. Wenn ich die Ausfahrt schon verpasse. Boah, warte mal. Aber diese Karre ist echt schick, ne? Und schnell. Ups. Was dieser Wagen wohl wert ist, das ist, glaube ich, echt unbezahlbar. 100 Jahre alt. Noch so gut in Schuss. Ja, nicht schlecht. Und wie war es beim Öfe? Ja, so eine Zeitverschwendung wie die Ebonike. Ja. Geht.
Können wir gar nicht antworten, oder? Nee. Okay. Sag mal. So. Man muss sich nur mal ein bisschen hörbar machen, dann geht das schon. So, sind jetzt hier mal von der anderen Seite gefahren. Interessant. Hier kommt man Kratzer dran. Passt doch. Schön. Dann würde ich aber sagen, gehen wir in der nächsten Folge ins Kino. Oh, warte mal. Coach Red? Oh, was haben wir hier noch? Hey, ich habe noch einen kampforganisierten Pacifica. Viel Lärm und natürlich viel Geld. Da kannst du noch nicht widerstehen. Ach, wer soll uns denn bitte schon schlagen, wenn wir selbst diesen Meister da geschlagen haben? Machen wir das. Aber zuerst Rogue. Gut. Dann Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.